Ich habe hier die Zahlungsbilanz Deutschlands vor mir und was mir diese Zahlungsbilanz zeigt, sind alle Transaktionen Deutschlands gegenüber dem Rest der Welt. Also alle Einnahmen und Ausgaben, die Deutschland gegenüber dem Rest der Welt hat, innerhalb einer Zeitperiode. Und hier werden ja die verschiedenen Jahre gezeigt, also 2011, 2010, 2009 und 2008. Alle diese Transaktionen werden hier eben im Detail aufgeschlüsselt. Und was wichtig ist, hier zu verstehen, und ich male das hier mal mit dem gelben Paintbrush hin, ist, dass die Zahlungsbilanz aufgeteilt ist, also Zahlungsbilanz ist aufgeteilt zwischen Leistungsbilanz und Kapitalbilanz. Das sind die zwei wichtigen Posten. Und wenn ich mir diese im Detail anschaue, und ich fange mal hier mit der Leistungsbilanz an, dann habe ich hier erstmal den Warenhandel, und das nennt man auch die Handelsbilanz. Und was darunter zu verstehen ist, dass wenn zum Beispiel ein deutscher Autohersteller seine Autos nach China verkauft, dann wird das hier eben unter Ausfuhr verbucht. Also Geld kommt nach Deutschland rein. Und wenn ich als deutscher Konsument jetzt Olivenöl aus Griechenland zum Beispiel importiere, dann wird das hier unter Einfuhr gebucht. Und wenn ich das hier beides zusammenaddiere, die Ausfuhr und die Einfuhr, also wenn ich hier das Jahr 2011 mir anschaue, wenn ich diese zwei Zahlen zusammenaddiere, dann kriege ich einen Saldo raus und das ist der Warenhandel. In diesem Bilanz, in diesem Beispiel habe ich einen Handelsbilanzüberschuss für Deutschland in diesem Jahr und wie ihr sehen könnt, hat Deutschland für jedes Jahr einen Handelsbilanzüberschuss. Der zweite Posten innerhalb der Leistungsbilanz ist die sogenannte Dienstleistungsbilanz. Darunter kann man verstehen, dass wenn ich einen Urlaub zum Beispiel in Italien mache, als deutscher Staatsbürger, dann gebe ich ja dort Geld aus und das alles wird eben hier gebucht, in dieser Position 2. Schließlich habe ich die Erwerbs- und Vermögenseinkommen. Wenn ich also hier zum Beispiel ein Haus in England habe, also ich habe es mir gekauft und ich beziehe jeden Monat daraus Mieten, ne, dann wird es mir auch eben verbucht, also das Geld kommt eben hier nach Deutschland und das wird eben unter dieser Position 3 verbucht. Und schließlich habe ich die laufenden Übertragungen. Das ist die sogenannte Schenkungsbilanz, nennt man die auch hier. Und darunter ist zu verstehen, irgendwelche Transferzahlungen, wenn zum Beispiel die Bundesregierung Geld nach Afrika schickt zur Entwicklungshilfe, dann wird das hier eben unter der Position 4 verbucht. Und all das sind sogenannte Leistungstransaktionen in der Leistungsbilanz. Ich schreibe das mal hier hin, Leistungstransaktionen. Und wenn ich all das zusammenzähle, und dann nehme ich hier vielleicht einen lila Stift, also wenn ich diese ganzen Salden hier zusammenzähle, aus der Position 1, aus der Position 2, aus der Position 3 und aus der Position 4, dann kriege ich hier mein Saldo raus, mein Leistungsbilanzsaldo. Also hier hatte ich einen Leistungsbilanz, Überschuss und Deutschland hat einen Leistungsbilanzüberschuss für jedes Jahr. Also Deutschland hat bestimmte Forderungen und Geld muss reinkommen aus all diesen Positionen aus der Leistungsbilanz. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit diesem Geld eigentlich, das Deutschland fordert gegenüber dem Rest der Welt oder das reingekommen ist? Und die Antwort auf diese Frage gibt jetzt eben die sogenannte Kapitalbilanz. Und man spricht dann hier eben auch von Finanztransaktionen. Ich schreibe das mal hier hin. Finanztransaktionen. Und hier habe ich auch verschiedene Posten. Das wird hier eben weiter aufgeschlüsselt, im Detail aufgeführt, was alles in der Kapitalbilanz ist. Ich habe Direktinvestitionen. Das heheißt, wenn ein deutsches Unternehmen ein Unternehmen in Thailand zum Beispiel kauft und eine mindestens 10%ige Beteiligung an diesem Unternehmen hält, dann wird das eben hier festgehalten. Und zwar unter der Position deutsche Anlagen im Ausland. Genauso gut kann natürlich ein thailändisches Unternehmen nach Deutschland kommen und hier etwas aufkaufen. Das wird dann unter dieser Position verbucht. Und auch hier immer wird ein Saldo gebildet. Also wenn ich diese zwei Positionen festhalte und zusammenaddiere, dann komme ich hier auf die 10. Und das gilt ja für jede einzelne Position hier. Dann habe ich die Wertpapiere. Und das sind eben Investitionen in Aktien, in Anleihen, auf dem Geldmarkt zum Beispiel. Und hier gilt eben das Gleiche. Also als Deutscher kann ich jetzt im Ausland investieren oder Ausländer können eben in Deutschland investieren. Auch das hier wird eben saldiert und wird eben festgeschrieben als plus 37 im Jahr 2011 eben. Ich habe Finanzderivate, in der das Geld fließen kann. Und ich habe einen übrigen Kapitalverkehr und das sind meistens eben Kredite, die ins Ausland vergeben werden oder eben auch umgekehrt
hier in Deutschland vergeben werden. Und schließlich habe ich Veränderung der Währungsreserven, also das sind sogenannte Devisen, wenn eben ausländische Währung gekauft wird oder Ausländer kaufen eben deutsche Währung oder den Euro, dann wird das eben hier alles verbucht. Und wichtig hier zu verstehen ist, dass die Leistungsbilanz mit der Kapitalbilanz, und ich male das vielleicht mit einem roten Paintbrush hin, also diese Zeile hier oben und diese Zeile hier oben müssten theoretisch immer gleich sein, weil sie eben zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Praktisch ist es aber nicht so. Praktisch sind diese verschieden. Also wenn ich mir 2008 anschaue, dann habe ich hier einen Unterschied zwischen 173 Milliarden und 153 Milliarden. Und dieser Unterschied wird hier eben in der letzten Zeile verbucht. Also als Saldo der statistisch nicht aufgliedbaren Transaktionen. Das ist einfach nur die Differenz zwischen diesen zwei Positionen, die eben theoretisch gleich sein müssten.